Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute in der Folge geht's weiter mit unserem Springfield Zoo. Frisch erholt, nach langer Zeit kommt hier mal wieder ein Video von mir. Ja, ich habe mir gedacht, oder ich habe es ja auch eigentlich mal gesagt, dass wir beim Zoo weitermachen. Ich habe ja hier so einen kleinen Vorbau. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das, was wir heute bauen für unseren Zoo? Zum einen ist es ein Vogelgehege aus der Spiele-App. Hier ist es. Ja, so sieht das aus. Und dazu gibt es auch eine passende Folge, die blende ich dir auch mal ein. Die Simpsons haben sich aber gedacht, wir machen dieses Gebäude nur in der Spiele-App. In den Folgen der Simpsons kam das nie vor. Man sah dann nur den Bewohner. Jetzt sieht der Vorbau natürlich noch nicht so ansprechend aus, ne? Du weißt ja, ist ja nur aus Wolle gebaut und so, dass ich es wieder wegbrennen kann. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen Glas mit beim Vorbau reingemacht, um zu sehen, wie das so passt. Der obere Teil, den werden wir nochmal ein bisschen anders bauen jetzt. Das ist nur hier der Vorbau, da musst du jetzt nicht so drauf achten. Aber so in der Art wird das heute gebaut. So, wenn wir da alles durchgesprochen haben, würde ich sagen, legen wir los und bauen uns mal unser Vogelgehege. Ich dachte mir, passend dazu bauen wir es hier gleich einfach mal ran. Ne, nachdem wir hier das letzte große Gebäude gebaut haben. Ist auch so ein bisschen passend in der Farbe, also so eine kleine Kombi, die man zusammen sich so ein bisschen platziert. Den Abstand und so, wie du das Ganze, sag ich mal, auseinanderbaust, kannst du ja selber entscheiden, ne, wie du dir dein Zoo gestaltest. Ich denke mal einfach so eine kleine Grünfläche dazwischen, dann passt das Ganze. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal an die Kiste ran. Für das Gehege brauchen wir nicht allzu viele Blöcke. Wir holen uns einfach mal eine Keramik raus. Hellgrauer Beton. Bei den Glasblöcken empfehle ich dir mehr so bläuliches, türkises oder hellblau, was dir so am besten davon gefällt. Ansonsten holen wir uns noch ein paar Steintreppen raus. Dazu passen die Stufen. Dennoch Schwarzeichenholztreppe und dazu dann natürlich auch die Stufe. So, der Eingang oder die Tür zu unserem Gehege, da nehme ich jetzt einfach mal eine Tropenbaumtür, kannst auch gerne eine andere Tür nehmen, nur das musst du gucken, was dir so am besten halt gefällt von der Farbkombi. Okay, wenn wir dann alles zusammen haben, legen wir los und ziehen uns erstmal den Grundriss. Wir schnappen uns einfach mal einmal die Keramik. An sich ist der Grundriss so eine Kreisformation, wir fangen aber dann erstmal jetzt vorne mit dem Eingang ein bisschen an. Da platzieren wir uns einfach mal irgendwo einen Block hin. Gehen dann einfach mal zur Seite, so 1, 2, 3, 4, 5 und ab dem 6. platzieren wir noch einen Block. So, wenn wir das dann erstmal haben, den ersten Schritt, kann man gucken, den Abstand, wie weit möchtest du das hier weg haben, ne, von der Straße oder vom Weg deines Zoos. Wenn wir das dann haben, gehen wir jetzt einfach mal einen nach hinten weg und ab dem 2. platzieren wir hier so einen Zweier einfach mal. Mache ich hier jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. So, dass wir hier so einen Zweier nach hinten machen. Da machen wir einen Block einfach mal nach innen und zwei nach außen. So, haben wir hier auch. Super. Wenn wir das dann erstmal haben, fangen wir jetzt an, uns einen Kreis zu ziehen. Da fange ich jetzt am besten auf dieser Seite hier an. Also, wir fangen gleich hier hinter an, dass wir zwei, so einen Zweier so schräg davon ziehen. Denn 1, 2, 3 einzelne Blöcke, dann wieder ein Zweier. Aber aufgepasst, jetzt müssen wir den hier so ein bisschen hochbiegen. So, danach machen wir dann hier wieder so ein Zweier nach oben. Und dann platzieren wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hier einfach mal an der Seite. So, jetzt machen wir den gleichen Schritt, wie wir jetzt uns dahin gearbeitet haben, hier wieder zurück. Das heißt, nach dem Fünfer machen wir 2 Zweier, 3 Einzelne. Dann biegen wir ihn wieder so rum, ne? Und dann machen wir hier wieder 2 Zweier. So, hier hinten lassen wir es erstmal offen und gehen wieder nach vorne. Jetzt müssen wir genau das gleiche Spiel machen wie da. Jetzt sollte es ja klappen. Wir fangen an, erstmal mit einem Zweier. Dann machen wir 1, 2, 3 Einzelne. Biegen uns einmal hier so nach oben und machen hier 2 Zweier. Einen Fünfer. Dann geht es hier wieder runter mit 2 Zweier. Dann 3 Einzelne. Biegen ihn wieder, machen wieder 2 Zweier. Und zum guter Schluss müssen wir das Ganze hier einfach nur noch verbinden mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er. So, ich bleibe hier nochmal oben kurz stehen. Kannst du dir diese Kreisformation mal gerne so anhalten, wenn du möchtest. Ansonsten geht's gleich weiter. Zum Weiterbauen wechseln wir einmal zu unserem hellgrauen Beton. Wir fangen hier gleich vorne bei unserem Eingang an. Da können wir gleich mal die Tür so ein bisschen machen. Wir machen an sich 3 Betonblöcke einfach nur hier so hin. Dann können wir hier schon blub die Tür reinsetzen. Und obendrauf machen wir einfach nur eine Steintreppe. Wenn wir das haben, bleiben wir wieder bei unserem hellgrauen Beton und fliegen jetzt einmal in den inneren Bereich unseres Kreises.
Wir werden jetzt hier unsere Streben ziehen, später denn für die Fenster. Da fangen wir denn erstmal innen drin an. Da würde ich sagen, ja, richten wir uns ein bisschen vom Eingang aus. Gleich zur Seite mal vom Eingang haben wir hier gleich so ein Zweier. Ab diesem Zweier machen wir gleich dahinter so einen Betonklotz und den ziehen wir auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5. Also das heißt, die machen wir immer auf 5, ne? So, dann biegen wir uns hier ab oder machen wir erstmal synchron. Ja, synchron wäre es besser. Es ist einfacher vielleicht. So, also erstmal hier bei den Zweiern, immer beim Anfang machen wir so einen Fünfer. So, jetzt gucken wir einfach mal hier auf die Seite. Da hatten wir hier einen Fünfer und genau bei der Mitte machen wir hier auch wieder so eine Strebe hin. So, jetzt gehen wir wieder zur Seite. Aber jetzt machen wir nicht gleich beim ersten Zweier, sondern beim zweiten Zweier auch wieder so eine Fünferstrebe hin. So, andere Seite dann genau das gleiche Spiel. Also auch wieder so eine Strebe. So, um nicht durcheinander zu kommen, machen wir das gleiche Spiel wieder auf der anderen Seite. Also hier haben wir unser Fünfer. Hier machen wir dann auch so einen Fünfer nach oben. Gehen zu den Seiten und immer beim zweiten Zweier machen wir auch wieder so eine Fünferstrebe. So, andere Seite müssen wir es auch nochmal machen. So, wenn wir dann die beiden Seiten dann haben, bleibt am Ende nur noch die Rückseite. Hier machen wir eine etwas dickere Strebe rein. Insgesamt würde ich mal sagen, mit dreier Breite, sodass wir dann hier hinten noch auf jeder Seite zwei Blöcke Platz haben. Und das Ganze natürlich auch wieder auf eine Fünfer Höhe. Das bleibt immer. So, aber ansonsten ist alles gleich. Gleich nach dem zweiten Zweier machen wir hier auch wieder so eine Fünfer Strebe hin. Andere Seite natürlich auch. Wenn wir das dann soweit haben, geht es immer noch weiter mit unserem Beton. Wir fangen auf der Vorderseite wieder an. Wir platzieren jetzt einfach mal immer vor unserer Strebe eine weitere Strebe. So, das machen wir mal hier auch gleich auf der anderen Seite. So, dann biegen wir hier gleich ab. Gucken immer hier so von vorne, sag ich mal, rauf. Und dann können wir hier auch wieder unsere Streben ein bisschen dicker ziehen. So, machen wir hier auch nochmal. Wunderbar. So, Rückseite genau das gleiche Spiel. Haben wir das dann einmal so rumgezogen, machen wir weiter bei unserer Vorderseite, bei unserem Eingang. Da haben wir an sich vier einzelne Blöcke hier stehen. Darauf platzieren wir jeweils nochmal vier weitere Betonblöcke rauf. Wenn wir das dann haben, verbinden wir sie oben miteinander einfach. Einfach hier so eine Strebe rüberziehen. Und wenn wir das haben, lassen wir an den Ecken immer einen Block überstehen und ziehen dann einfach noch eine weitere Strebe rauf. Weiter geht's denn mit unseren Steintreppen, die Stufen. Die platzieren wir jetzt hier, wo wir es einmal überstehen lassen haben. Einfach so eine Treppe hin und ganz oben drauf machen wir dann die Stufen hin. Unten machen wir, sag ich mal, jetzt hier auf der Rückseite oder jetzt hier bei der zweiten Strebe von vorne gesehen. Unten einfach ein paar Stufen hin und an den Seiten lassen wir, ja, sag mal hier auf der Höhe jetzt unserer Stufen, machen wir dann hier auch so eine Treppe hin. Andere Seite machen wir auch nochmal so eine Treppe hin. Wenn wir das denn soweit haben, wechseln wir einmal zu unserem Glas und können hier oben das einmal mit dem Glas ausfüllen. Jetzt kannst du dir überlegen, wie möchtest du jetzt hier gerne die Decke machen? Möchtest du das mit dem Glas, sag ich mal, hier einfach mal so zuziehen, ne, bis hier unten einfach so hin? Falls dir das nicht gefallen sollte, kannst du natürlich dann auch ein paar Stufen nehmen und dann machst du es ja einfach zu mit Stein. Ich glaube, so lasse ich das. Sieht einfach besser aus, als wenn man dann hier so eine Glasstrebe hat, aber kannst du es dir auch gerne offen lassen. Ansonsten schnappen wir jetzt einfach mal unsere Schwarzeichenholztreppen. Die platzieren wir jetzt einfach so umgedreht mit dieser dicken Rückseite einfach mal nach vorne weg. So, einfach hier vorne ran. Das wird am Ende dann, sag ich mal, wo wir den Namen unseres Geheges raufschreiben können. Gleich darüber platzieren wir einfach eine umgedrehte Treppe genau in der Mitte. Wir gehen jetzt jeweils zur Seite mit zweimal Stufen. Dann gehen wir einmal so runter, dass das hier so ein bisschen abschließt. Danach platzieren wir dann zwei umgedrehte Treppen, die nach außen gucken, hier einfach mal so hin. Und zu guter Letzt machen wir oben drauf noch ein Dach mit einer Stufe und an den Seiten machen wir auch jeweils nochmal eine Stufe. So, dann sollten wir so ein bisschen die Vorderfront getroffen haben damit. Dann geht es weiter nochmal hier mit unserer Keramik, dass wir hier erstmal wieder weiter verbauen. Und zwar haben wir hinter hier noch so eine freie Fläche. Die können wir hier einfach mal zuziehen mit der Keramik. Einfach bis wir oben ankommen. So machen wir, ja, dass sie auf der Höhe der Treppe ist. Genau. Wir bleiben immer noch bei unserer Keramik, denn der nächste Schritt wäre, dass wir unten schon mal das Glas reinziehen. Da müssen wir jetzt aber unten, sage ich mal, den Grundriss ein bisschen dicker machen. Das heißt einfach jetzt, wir lassen hier die Vorderseite so frei, wie sie ist. Und können jetzt hier einfach immer hinter, ja, diesen Block, den wir schon hier so haben, immer wieder einen Block einfach ein bisschen nachziehen, damit das Ganze hier ein bisschen dicker ist, dass wir da denn unsere Glasfront drauf platzieren können.
So, haben wir das denn einmal ein bisschen dicker gezogen, können wir gleich unsere Glasblöcke nehmen und die dann auf der Schicht platzieren, wo wir, sag ich mal, ja, das jetzt nachgezogen haben. Und als kleine Bonusaufgabe, weil ich das ja hier wieder als Zeitraffer mache, kannst du dann anschließend auch noch hier von deinen Betonsäulen so unten das einmal austauschen, dass wir hier, sag ich mal, ja, diese Verbindung zur Erde wegmachen mit der Säule. Wenn wir die Aufgabe denn auch wieder geschafft haben, hier das Glas einmal reinzuziehen, nehmen wir noch einmal unsere Keramiksand und setzen darauf dann schon so eine kleine Dachebene. Die erste Aufgabe ist, dass wir einmal komplett, sag ich mal, das, was wir jetzt hier hochgezogen haben, eine Schicht draufsetzen. Und wenn wir das haben, können wir da dann einfach mal ein bisschen darauf achten, dass wir genau, sag ich mal, hier das so ein bisschen vorziehen, wie das unten ist. Also jetzt haben wir hier unten zwei, also machen wir hier zwei. Hier haben wir jetzt noch ein überstehen, machen wir ein. Ne, dann haben wir hier eins, eins, eins. Und hier wieder ein. Nur also so, dass wir das Dach genau so überstehen lassen, wie es unten übersteht. Wunderbar, so sollte das denn am Ende bei dir auch aussehen, dass wir jetzt hier drauf denn da eine zweite Ebene so oder die erste Ebene von unserem Dach gezogen haben. Kommen wir jetzt zur nächsten Aufgabe. Und zwar müssen wir jetzt anfangen, uns so langsam unser Dach nach oben zu ziehen. Jetzt sieht das natürlich doof aus, wenn wir jetzt, sage ich mal, uns hier das Ganze vormarkern mit so einem noch Betonblock. Und daher empfehle ich jetzt einfach mal ein paar Steintreppen zu nehmen, die wir jetzt einmal hier komplett ringsrum ziehen. Einfach so. Ja, dann habe ich hier einmal, wie ich gerade eben meinte, ne, halt immer die Seiten hier einmal so mit den Treppen zugezogen und halt immer diese Zweier-Zweier-Flächen. Dann haben wir jetzt an sich in jeder Ecke noch einen Block so frei. Da machen wir dann einfach eine Stufe hin. Finde ich, sieht einfach schöner aus, besonders wenn wir später noch einrichten, so mit einem Dschungel oder sowas. Anstatt wieder einfach so eine ganz normale Betons hinziehen, ne? Das geht doch schon. Ja, dann schnappen wir uns wieder unseren ja, hellgrauen Beton und können jetzt genau auf den Steintreppen wie Stufen, die wir uns hier gerade gezogen haben, eine Schicht davon langziehen. Bevor wir schon gleich fleißig anfangen, hier das Glas rauf zu platzieren, suchen wir erstmal hier innen drin unsere Mitte. Eigentlich schnell gefunden, wenn wir einfach mal auf die Seiten hier ein bisschen achten. Wir haben hier alles schön markiert, hier so mit der Mitte passt, vorne Eingang so zack passt, haben wir also schnell unsere Mitte gefunden. Jetzt zeichnen wir uns hier mal schnell einen kleinen Kreis an, der, sag ich mal, ja, an den Seiten mit einer Dreierfläche ist und dann jeweils immer mit einem Block so an sich verbunden ist. Nur so ein ganz normaler kleiner Kreis. So, jetzt haben wir schon mal so unser kleines Maß so ein bisschen schon mal so vorgezogen, einfach so, damit man schon mal weiß, wo die Mitte ist und wo man sich das Ganze später hinbauen soll. Müssen wir natürlich noch ein bisschen die Höhe rausfinden. Das heißt jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also ziehen wir in der Mitte einfach mal so eine 12er Säule hoch. Und jetzt, wer möchte, kann jetzt hier auch schon gleich unseren Kreis einmal langziehen. Also einfach oben nochmal den Kreis dann so langgezogen auf der 12. Ebene denn hier von unserem Gebäude. Unten können wir das dann hier nochmal wegmachen. Das wird am Ende dann, sag ich mal, da, wo wir dann unsere Kuppel bauen. Da müssen wir natürlich jetzt aber erstmal noch hinkommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier Schicht für Schicht hier so ein bisschen bauen. Das erste, was wir machen, ist komplett hier drauf einfach mal eine Glasblockschicht zu platzieren. Wenn wir darauf dann eine Glasschicht uns platziert haben, schnappen wir einmal unsere Steinstufen. Da fliegen wir jetzt, sag ich mal, auf der inneren, also in den inneren Bereich von unserem Kreis und können jetzt einfach mal immer hinterm Glasblock eine Stufe platzieren und darauf dann auch noch eine Stufe. So, das machen wir einmal ringsrum. Wenn wir das dann haben, geht es wieder weiter, dass wir auf der inneren Seite oben an der obersten Stufe auch wieder eine weitere Glasschicht einmal langziehen. Sind wir wieder einmal ringsrum, machen wir das gleiche Spiel noch einmal.
Wie es aussieht, reicht es noch nicht. Das Ganze müssen wir noch so lange machen, bis wir wirklich oben einfach anstoßen. Wenn wir dann bis oben angekommen sind, hatten wir uns hier unseren kleinen Kreis gezogen. Da schnappen wir uns dann einmal unsere Steinstufen und die platzieren wir dann einfach hier mal an den Seiten, einfach mal hier so ein bisschen lang. Zack, und dann auch nochmal auf der anderen Seite. So, bis wir wieder vorne anstoßen. Super. Die freien Flächen, die wir noch haben, füllen wir einfach aus noch mit Glasblöcken. Wir bleiben gleich noch bei unseren Glasblöcken. Die können wir jetzt hier einfach mal... können wir hier eigentlich eine komplette Schicht draufziehen. Wenn wir dann darauf dann eine Schicht gezogen haben, können wir da dann ein Plus uns einfach markieren. Einfach oben drauf. Wechseln wir dann einmal zu unseren Steinstufen. Die können wir jetzt hier einmal hier ringsrum um das Plus uns einmal platzieren. So, und ganz oben machen wir einen Block drauf. Nehmen wir lieber den hellgrauen Beton. So, die Spitze ist ein bisschen doof darzustellen in Minecraft, finde ich. Wenn man hier unbedingt das Maß einhalten will. Ich mache hier einfach noch ein paar Stufen rauf. So, ja, sollte passen. So, jetzt sind wir aber natürlich noch nicht fertig hier mit dieser Kuppel. Hier sind auch so ein paar Streben alles drin. Die ziehen wir uns dann einfach mal mit unseren hellgrauen Beton. Dabei beginnen wir jetzt, um unsere Markierungen jetzt, sage ich mal, für die ganzen Streben zu ziehen. Einfach hier auf der Vorderseite bei unserer 7er Fläche schlagen erstmal ein Beton rein, erstmal hier alles zu markieren, gehen dann erstmal zur Seite. Dabei lassen wir aber immer drei Glasblöcke Platz und ab dem vierten blub, setzen wir immer hier wieder so eine Markierung. Ne? Drei Platz lassen, wieder einen hinsetzen, drei Platz lassen, wieder einen hinsetzen. Aufgepasst, hier bei der 5er Seite lassen wir jetzt immer nur zwei Blöcke Platz, setzen einen hin, zwei Blöcke Platz lassen und wieder einen hinsetzen. So, haben wir diesen 5er überwunden, geht es ganz normal weiter, dass wir hier immer drei Blöcke Platz lassen, einen hinsetzen. Drei Blöcke Platz lassen, einen hinsetzen. So, bevor wir jetzt hier die Rückseite machen, das machen wir das gleiche Spiel auch nochmal auf der anderen Seite. So, hier vorne hatten wir den schon. Also drei Blöcke Platz lassen, wieder einen hinsetzen, drei Blöcke Platz, wieder einen hin. Ne, bis wir dann hier auch wieder auf der 5er Seite ja, angekommen sind. Ne, hier lassen wir dann immer nur zwei Blöcke Abstand. So, dann hier wieder drei Blöcke Platz lassen. Zack, markieren wir uns und hier auch wieder. Passend dazu sollte dann auf der Rückseite das ja, eigentlich perfekt aufgehen, ne, dass wir hier einfach drei Blöcke nochmal Platz lassen. Ja, dann probieren wir uns mal. Ich habe hier gerade eben schon die ganze Zeit ein bisschen geguckt, wie ich das machen möchte, weil diese Streben im Glas zu machen und mit diesem Maßstab, naja, gut, dann wollen wir mal. Also, wir schnappen uns einfach mal unseren hellgrauen Beton, wie immer, und dann beginnen wir auf der anderen Seite. Hier habe ich mir das Ganze schon ein bisschen vorgezogen, um zu sehen überhaupt, wie das aussieht. Wir fangen am besten einfach mal auf der Seite an. Ja, hier ist, glaube ich, das Beste, wo wir loslegen können. Gleich hier bei unserem Fünfer hier bei der Mitte gehen wir einfach so schräg nach oben weg. Gleich hier können wir einen Block drauf platzieren, schlagen dahinter das Glas weg, hier wieder ran, Stufe weg, Glas weg und ran. Das Ganze dann bis nach oben sollte dann hier auch perfekt anstoßen. So, wenn wir das haben, machen wir dann genau das gleiche Spiel auch nochmal auf der anderen Seite, bis wir dann genau oben anstoßen. Ups, das sehe ich gerade, denn hier auch noch komplett hier oben einmal ran. So, auf der anderen Seite auch nochmal, ne, bis wir oben dran sind. Danach ziehen wir gleich die Streben daneben hoch, also bei den zwei. Das ist immer so ein bisschen spiegelverkehrt, denn wenn wir eine haben, machen wir es bei der anderen dann auch eigentlich genau gleich. Also, wir platzieren gleich dahinter einfach mal zwei weitere Betonblöcke. Dann gehen wir einfach so schräg einmal hier nach innen. Und schlagen hier denn einfach mal nochmal zwei weg. So. Obwohl, ich glaube, das sieht besser aus, wenn wir den da drauf platzieren. So, treffen. So, hier drauf platzieren und dann nochmal ein einfach so nach oben. So, das machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Gleich dahinter zwei Betonblöcke setzen. Dann hier einen so schräg nach innen gehen. Dann schlagen wir das hier so weg. Und dann nochmal einen weiter. So, jetzt muss ich mal kontrollieren. War das jetzt richtig? Nee, war anders. Dass wir den hier doch, ups, nicht den, sondern den in der Mitte so reinschlagen. Ne? Also dann zwei hoch, dann zwei auf der gleichen Ebene des Glases. Machen wir den hier auf der anderen Seite auch nochmal. So. Und dann noch einen hier oben hin. Ne, dass sich das hier so
wie sie mit verbindet. Das machen wir auch hier auf der anderen Seite. Wenn wir das dann geschafft haben, geht es weiter wieder mit dem nächsten. Und zwar hier einfach den hier, der sich an der Ecke befindet. Da gehen wir einfach schräg bis oben hin und platzieren dann immer diesen nächsten Betonblock, den wir jetzt hier langziehen, auf der gleichen Ebene wie das Glas ist. So, denn hier, zack, auf der gleichen Ebene wie das Glas ist, geht es wieder weiter. Zack, den machen wir unten rein, ne? Gleiche Ebene wie das Glas und dann oben hin. So, andere Seite müssen wir es nachziehen. Also hier haben wir die Ecke. Zack, immer auf der gleichen Ebene wie das Glas ist. So, und dann sind wir schon oben. Auf der anderen Seite sollten wir es dann auch so machen. Einfach hier so schräg bis nach oben ziehen wir uns das Ganze. Andere Seite natürlich auch mit. Am Ende fehlt uns jetzt nur noch die Vorderfront wie die Rückfront, wo wir das auch nochmal hochziehen. Hier an sich machen wir einfach so, dass wir jetzt hier wieder gleich danach eine Strebe hier platzieren. Dann hier wieder blub, Glas weg, ne? Stufe weg, Glas weg, Stufe weg, Glas weg. Und schon sind wir oben dran. So, das macht man dann auch nochmal auf der anderen Seite. Hier habe ich mir das schon ein bisschen so vorgezogen. So, jetzt kommen wir natürlich hier gleich zu der nächsten Strebe, die wir uns hier wieder machen. So, wir gehen hier wieder auf die Vorderseite. Hier gleich daneben. Da platzieren wir jetzt einfach mal, dass wir die Stufe hier weghauen und dann da einen Block hinsetzen. Dann gehen wir einmal so nach innen. Wieder einmal hier. Stufe weg, Glas weg. Ja, wieder einmal abbiegen, Stufe weg und Glas weg. So, das machen wir dann auch mal auf der anderen Seite. Also, ein Block hier noch nach oben. Gehen einmal nach innen, Stufe weg, Glas weg. Wieder einmal abbiegen, Stufe weg und Glas weg. Ja, dann machen wir es noch einmal auf der anderen Seite, damit wir damit durch sind. Also wieder die Seite hier mit den einzelnen. Zack, Block einfach nach oben. Einmal abbiegen hier zur Seite. Machen wir wieder zwei hin. Abbiegen zur Seite und wieder zwei hin. Wenn wir dann so ein bisschen unser Dach schon so weit haben, geht es weiter hier ganz oben. Hier müssen wir auch noch ein paar Streben reinziehen. Jetzt in diesem Format sieht das richtig doof aus, wenn wir da einfach nur Blockstreben nehmen. Von daher dachte ich, jetzt nehmen wir einfach mal ein paar Treppen und versuchen uns damit so ein paar Streben reinzusetzen. Wir fangen dabei jetzt immer hier auf den Seiten an. Nur ist ja rund, also ist es eigentlich von jeder Seite immer gleich, wie wir das machen. Wir platzieren einfach bei der Mitte jeweils unten immer zwei Steintreppen hin. Das machen wir einfach mal hier, bis wir ringsrum sind. Dann sollte das schon ein besseres Muster abgeben. Finde ich auch. Ne? Das sieht schon ein bisschen besser aus, wenn man jetzt hier so ein paar Streben mit Treppen darstellt. Und jetzt könnten wir noch eine weitere Strebe machen, die so schräg von der Seite ist. Da machen wir dann aber, denke ich mal, einfach mal zwei Stufen jeweils hin. Eine haben wir ja schon, die andere machen wir noch hier unten hin. Und dann sieht das schon etwas anders aus. Ja, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Wir könnten ja noch einmal, könnten wir noch mal das Bild sehen? Ah ja, dankeschön. Ja, so haben wir auch an sich ja gut getroffen hier mit dem Dach. Wenn wir da noch drin etwas bauen, dann sieht das ja noch ein bisschen anders aus. Wenn man da noch so seinen Dschungel baut oder sowas, dann haben wir ein schönes Vogelhäuschen, wo man dann hier auch reinkommt. Oder Vogelgehege. Zack, kann auch keiner rausfliegen, wenn wir die Tür mal zumachen. Vielleicht sollten wir dann vielleicht auch eine Druckplatte oder sowas uns hier noch platzieren, dass hier keiner rein oder rauskommt. Von innen drin finde ich, das geht noch. Aber da ist mir noch was aufgefallen, das können wir noch nachziehen. Und zwar ganz oben, da wo wir diese kleine Kuppel haben, machen wir nochmal, einfach mal so, weil wir es können, nochmal ein paar Steinstufen hier an der Seite einfach oben hin. Ich glaube, das sieht noch ein bisschen besser aus, wenn wir das machen. So, kann man nochmal gucken. Ja, das passt doch. Ja, ich finde, von innen drin wirkt das einfach besser als von außen, oder? Na gut, kommen wir jetzt zum letzten Part hier von unserem Vogelgehege. Hier müssen wir nochmal an die Kiste ran. Und zum Weitermachen holen wir uns einfach mal ein paar Steinknöpfe raus. Dann brauchen wir noch ein paar Schilder, dann einen Goldblock. Dann holen wir uns auch Gegenstandsrahmen und eine Feder raus. Verbauen wir gleich erstmal das Gold bei unserem Gehege. Das ist an sich hier, sag ich mal, so eine Plakette hier vorne dran oder das, was eingraviert, so ein Vogelzeichen. Bei Minecraft empfehle ich da einfach mal eine Feder, um das Ganze hier so ein bisschen darzustellen. Dann kommen wir gleich zu den Schildern und zwar kannst du jetzt hier einfach mal drauf. So, ich mache hier erstmal die Schilder hin. So, zack, zack, zack. So, da haben wir es nochmal hier schriftlich. Canary Mr. Bird House. Hat ja ein bisschen was zu tun mit Mr. Burns, ne? Von daher Mr. Bird. Dann bleibt am Ende nur noch der Steinknopf übrig und den platzieren wir oben noch einmal drauf. Da ist so eine, ja, so ein kleiner Knubbel drauf. Und ich kann, doch, die stellen wir mal ein bisschen so da mit dem Knopf. Das sieht man so am besten so irgendwie, dass da so ein kleiner Knubbel drauf ist. Super. Und fertig ist unser Vogelgehege. Jetzt kann man sich ranmachen, das Ganze einzurichten. Ist ja noch ein bisschen was zu tun. Innen drin müssen wir es ja noch ein bisschen
gestalten, unser Gehege. Ne? Ist ja auch ein begehbares Gehege. Ist ja nicht so, dass man da einfach so hier ganz langweilig am Rand steht und halt so sich eben so ein paar Tiger angucken kann. Nein, da kann man doch reingehen. Ja, werde ich gleich machen. Und dann sehen wir das dann im nächsten Part, wie das aussieht. Vielleicht draußen könnte man ja auch noch ein bisschen was machen. So ein paar Grünflächen oder sowas. Mal gucken. So, ansonsten noch einmal hier das Original. Wir haben es gut getroffen. Ich bin zwar vielleicht mit dem Dach und so ein bisschen, aber ja, im Maßstab geht das Ganze. Na gut. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns vorne das Safety hin, machen mich gleich an die Arbeit und dann sehen wir uns oder hören uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss. Entschuldigung bitte, wissen Sie zufällig, wo ich Drogen kriege? Drogen, alles besteht aus Drogen. Bananen sind aus Drogen, Apfel sind aus Drogen. Der ganze Markt besteht aus Drogen. Dann hätte ich das ja gern. Nur amerikanische Dollar. Unser Geld besteht auch aus Drogen.